Alter Vater. Wann war denn hier wieder dran? Mein lieber Scholli, das ist mal wieder ein guter Fisch. Könnte sogar eine Barbe sein. Aber zeigt sich noch nicht. Meine Güte. Steht wie ein Stein, das könnte einer sein. Ich glaube, das ist eine Barbe. Geht da mal raus. Steht doch am Grund. Müsste einer sein. Die steht da unten. Jetzt kommt sie mal kurz. Ja, das muss eine Barbe sein. Die kommt ja gar nicht hoch. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Das ist eine Barbe. Nee, doch wieder eine Blei. Sauer mal. Hat die gestanden? Meine Güte. Ich dachte, wir haben mal eine Barbell hier endlich mal auf Band. Wieder eine Bleie. Ist denn das zu glauben? Kämpft da wie eine Barbe. Bleibt unten gegen die Strömung. Aber es ist eine Brasse. Eine gemeine Strömungsbrasse. Eine fette Strömungsbrasse. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Wieder mal ein schöner Deckel, keine Barbe, schade. Ich dachte wirklich, jetzt ist es immer wieder eine, aber nix. Die Barben wollen einfach nicht auf die Kamera. Es ist so. Oh, schöne Bleie. Schade, schade, schade.
Da wollte er noch nicht. Kleinere. Ah, da haben wir dann sind die Hüsterchen da. Das normal. Ja, schade, die Bleie gerade. Da dachte ich wirklich, jetzt ist es endlich mal wieder eine Wabe, aber es soll einfach nicht sein, die Wabe will hier nicht auf die Kamera. Es ist einfach so. Oh, die Fische beißen halt sehr gut, auf jeden Wurf wirklich ein Biss. Das geht gut ab. Gerade das erste Mal nachgefüttert. Von Anfang an Fisch da, gleich zwei Bleie gefangen. Das lässt natürlich hoffen, dass halt vielleicht mal die Bonusbarbe bei ist. Ja, aviate Bisse. Kleinen Güstern. Hier hämmern schön rein. Wie, der hat aber genommen. Der wollte ihn haben. Gar kein großer Fisch eigentlich, aber eingestiegen. Und da ist er weg. Eingestiegen wie ein großer ist er zumindest. Naja. Fisch ist gut da. Große Fische, kleine Fische. Kleiner Debel. Ja, gut inhaliert. Dann werden wir mal den Hakenlöser klar machen. Der hat voll genommen.
Also die Fische heute wirklich extrem gut unterwegs. Von Anfang an, jeder Wurf ein Biss. Ist natürlich jetzt auch Anfang August, keine Laichzeit mehr. Wasser ist warm. Der Wasserstand ist nicht zu flach, der ist normal für den Sommer. So um die 2,20 Meter momentan. Das sind natürlich perfekte Bedingungen, um sich mal richtig abzuangeln am Strom. Jo, und dann gucken wir mal, ob wir noch einen schönen dicken heute aufs Band kriegen. Einer ist ja schon drauf. Heute auch so 10 Meter die ideale Länge, um hinter die Steinpackung zu kommen. Ich habe festgestellt, es bringt gar nichts, ein, zwei Meter hinter der Steinpackung zu angeln. Da ist zwar alles schön sauber, der Grund, aber bringt eigentlich keine Fische. Und das Futter wird immer wieder verwirbelt unten und scheint sich dann wirklich nur an der Steinpackung zu sammeln. Und da ist dann auch der Fisch nachher. Rabiate Bisse heute. Nie nix. Gramm heute drauf. Angelt sich gut. 40 würden wahrscheinlich auch noch gehen. Muss man dann ein bisschen mehr hinterher sein. Aber ich sag mal, wenn man eine Barbe haben will, sollte man doch versuchen, das Ding ein bisschen ruhig zu halten. Also lieber ein bisschen schwerer, als es sein muss. Die Güstern stört so nicht. Man kann die Köder immer wieder mal anheben zum Locken. Meine Güte, was ist denn hier los? Die stehen wirklich gut da, die Fische. Scheint aber knapp zu hängen, so wie er gebissen hat. Wahrscheinlich eine Güster, eine bessere. Ja, nicht so ein verkehrter Fisch. Strömung wird eine große Güster sein. Eieiei. Macht hier richtig los. Ja. Oh, ein kleinerer Blei. Guck mal an. Also die Bleie sind gut da. Also so für eine Stunde knapp Angelzeit, drei Bleien, das ist schon ganz ordentlich. Von Anfang an die Bleie da. Jetzt auch mal ein kleineres Modell, dass man mal sieht. Die normalsterblichen Bleie schwimmen hier auch rum. Na, nehmen wir da mit. Die gute alte Pfundbleie. Ja, naja. Macht auch schon ein bisschen was an der Route. Ja, macht Spaß heute. Geht hintereinander weg. Wir mal ein Stück Fake Bait heute drauf mit zwei Mahnen. Mais haben sie auch sehr gut genommen, aber da hat man natürlich immer das Problem, wenn viel bis ist, ist der Mais weg. Also nehmen wir doch ein Stück Gummi, eine Made vor. Dann kann man so lange angeln, bis der Fisch dran hängt.
Jetzt drückt es gerade mal wieder richtig die Strömung. Da schöner Blei eingestiegen. Oder ein Hacker? Ne, ist Fisch. Ui. Der ist mal richtig eingestiegen. Schön langsam. Wird ein guter Fisch sein. Macht jetzt noch nicht die Welle. Was ist denn noch? Gucken. Jetzt mal gleich nach vorne gekommen. Wollen wir noch nicht abstecken. Oh, geht gegen die Strömung. Was ist denn das? Oh. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Hat man mal selten. Der Fisch komplett gegen die Strömung geht von Anfang an. Oh, mal gucken, was das ist. Scheint auch mal ein Blei zu sein. Okay, mal lassen wir nochmal gegen die Strömung gehen. Uiuiuiui. Nimmt noch Gummi gegen die Strömung. Wahnsinn. Na, 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 na. Oha, was ist das? Was haben wir denn da am Band? Sag mal. Gut, dann auch ein großer Döbel. Zeigt sich nicht. Das ist immer ganz selten, ne? Komplett gegen eine Strömung gleich. Das wird doch wohl nicht etwa eine sein. Sehr interessant. Hab ich noch gar nicht gehabt, dass der Fisch von Anfang an gegen die Strömung läuft. Gucken, wer das ist, ob das schon mal sieht. Aber zeigt sich nicht. Zeigt sich nicht der Bursche. Jetzt kommt da direkt vor der Füße geschwommen. Schauen wir doch mal an. Soll es doch eine Barbe sein? Da geht er. Ja, werden wir mal sehen, ob das Zeug hält. Das wird wohl langsam knapp werden. Eieiei. Ho, 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 ho. Das macht erstmal nicht, was ich will hier. Was auch immer. Wird der denn? Mitlaufen müssen. Was ist das für ein Fisch? Oder ich habe was gehakt. Kann natürlich auch sein. Meine Güte. Was ist denn das? Ah. Wahrscheinlich eine bleiige Hake an der Seite. Naja. Hatte ich schon mal gehabt. Das ist natürlich dann klar. Seite gehakt, naja. Ach, ei, mini. Uiuiui. Ich denke mal, das ist ein Blei an der Seite gehakt. Eine geht. Oh, gibt's denn sowas? Ja, ja. Na, na, wird er wohl leer abreißen. Hatte ich schon mal gehabt. Das sitzt natürlich da wie Pik 7, nicht? Der geht ab wie ein Gierbrett, wenn der den an der Seite hat. Hat kaum eine Chance, den irgendwie gegen eine Strömung zu kriegen. Oh, je, je, je. Das ist ja ein Ding. Der Gummi 15 Meter raus. Der spielt blöde Sau da hinten. Oh, Gottes Willen. Die man einen Köcher mitnehmen sollen. Stecken. Mal gucken, ob ich den irgendwann mal greifen kann da vorne. Ja, ein bisschen mitlaufen. Anders wird das hier wohl nichts werden. Naja. Fette Bleie. Irgendwo scheinbar gehakt.
ja ein Ding hier. Nee, ist scheinbar noch nicht mal gehakt. Oh, ist da nicht zu glauben. Also ich glaube, die wäre abgerissen, wenn ich da sitzen geblieben wäre. Bin dann schon ein Stück weg von der Stelle. Hängt die denn? Die hängt an der Seite, am Kopf wahrscheinlich. Oh, ist da nicht zu glauben. Jetzt werde ich mal hier wirklich den Gummi mal greifen, ausnahmsweise. Das ist ja ein Ding hier. Was für ein Körper. Versuchen wir mal mit der Handangel zu landen. Und der hängt unten an der Flosse, ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Die sind dann normalerweise weg. Ich glaube, wenn du da sitzen bleibst, die reißen ab. Macht das 14er Zeug dann doch nicht mit, hängt da schön sauber eine Flosse dran. Gucken, ob ich ihn schnappen kann. Da haben wir sie. Und hier hängt der Haken. Sieht man schön, nicht? Auf der Flosse drauf. Naja, 3 Pfund, 3, 4 Pfund. Dann werden wir mal unser Zeug wieder einsammeln hier. Gut, also war von Anfang an zu merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, ich denke, wäre ich sitzen geblieben, da wäre es vorfach gekommen. Man hätte es mal testen können. Die sitzt aber auch gut. Ja, die sitzt felsenfest in der Wurzel drin. Meine Güte. Ja. Aber ich kriegt. Da soll nochmal einer sagen, die Angler sitzen bloß rum. Schöner Koffer wieder. Der Fisch am Haken, Gummi läuft und läuft und läuft, mein lieber Scholli, wo will der denn hin? Aha. Wieder eine Schwarte. Aussieht. Ja, mal einen Teil mehr dran lassen. Für El Schwartus. Ja, man merkt immer, wenn man eine Weile nicht gefüttert hat, kommen die Bleie. Und direkt nach dem Füttern, die nächste Viertel, halbe Stunde, Güstern. Hier ist so viel Fisch heute. Das ist wirklich im Sommer eine geile Sache. Hier kannst du Fisch auf Fisch. Die Bleie kommt dann immer erst, wenn sie es ein bisschen beruhigt hat. Oh, schönes Tier wieder. Ja. Sieht
Da kann man schon Bleie zu sagen. Na, wenn man die nicht gegen eine Strömung kriegt, dann dauert es natürlich, ne? Muss man wirklich versuchen, unten rum erstmal irgendwie gegen eine Strömung zu kriegen. Ja, so zum Beispiel. Weil wenn sie an der Oberfläche sind, hat man kaum eine Chance, dass man die nochmal eine Strömung kriegt. Oh, schönes Kamel, mein lieber Scholli. Schöne Tiere heute. Man Geduld haben. Meine Güte, so ein Kamel. Ist vielleicht ja, die passt gerade so rein. Ein schönes Tier. Ist mir schlecht. Ist das ein Brett? Meine Güte, kommst du bald kaum noch rum mit der Hand. Die hängt ganz fest. Ei, ei, ei. Krieg ich mal kaum noch ab. Voll in der Lederlippe drin, das Ding. Oh, was für ein Kamel. Da ist mal eine Bleie da. Die sollte doch fast 60 haben. Schönes Tierchen. Und da geht er wieder ab. Schöner Fisch wieder. Da summt der Gummi. Jetzt stehen die Bleie richtig auf dem Platz. Aber man musste wirklich erst so eine halbe Stunde nach dem Füttern immer warten. Dann fliegen die Bleie wieder ein. Davor nur Güstern und Döbel. Könnte schon gehen. Aha.
Da kommt der Gummi heute raus. Mal wieder. Jo, die geht doch schon. Brauchbarer Fisch. Da lacht das Stipperherz. Ich versuche so mal ein bisschen gegen die Strömung erstmal zu bringen, damit man sie dann gegebenenfalls gut köchern kann. Die hat den Köcher gesehen. Da wird nochmal eine extra Runde geben. Ja. Einkassiert. Kein Rekordfisch, aber wieder brauchbar. Schöne Größe. Ja, was ist denn da? Oh, die hängen so fest, die Hunde. In der dicken Lippe. Oh. Was ist denn das zu glauben? Oh, Wahnsinn. Oh, schönes Tierchen wieder. Da wird da der Köcher heute mal voll.